Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Lama-Ranch-Review. Also, schöne Grüße von der Nordseeküste, von der Halbinsel Butjadingen, hier auf der Lama-Ranch Navanas. Heute das Spider-Co Endella. Endella? Schon mal gehört? Nee. Spider-Co Delica. Spider-Co Endura ergibt Endella. Also, da hat Sal Glasser und Eric Glasser wieder auf die Community gehört und haben gesagt, gut, die einen sagen, das Endura ist mir zu groß zu tragen, das Delica ist mir zu klein. Wie wäre es denn mal mit etwas dazwischen? Wie wäre es denn mit dem? Und dann haben sie gesagt, gut, ihr wollt das Beste aus beiden Welten, das sollt ihr kriegen. Wir machen aus dem Endura und dem Delica das Endella. Und da ist es so. Schön. In FAN-Griffschalen. Also lightweight. Ja. Dummerweise habe ich jetzt mein Endura und mein Delica nicht dabei, leider. Hätte ich mal machen sollen. Aber irgendwie hatte ich es im Aufbruch zu Hause liegen lassen oder vergessen. Ich hatte es mir zwar noch irgendwie vermerkt, aber bin ja auch nur ein Mensch. So, bevor wir jetzt weiter faseln und über das Messer reden, holen wir aus meiner Enquest Maximizer Tasche mein Review Kit, bestehend aus Metermaß, Schieblehre und der allseits bekannten und mittlerweile schon berühmt-berüchtigten Kokswaage, die bei mir noch nie Koks gewogen hat, sondern immer nur Messer oder Ausrüstung an sich. So. Diese Version wiegt 89 Gramm. Ich vergleiche das mal ganz kurz mit dem Spider-Co Para 3 Lightweight, 68 Gramm, und das Para 3, 97, 88. Ja, größeres Messer, wiegt aber weniger. Goodie, goodie. Sehr schön. Da haben wir dann eine Klingenstärke von, man könnte eigentlich schon sagen, 2,8 mm. Gut. Hier unten, ja, wir haben einen Full Flat Ground. Zweite Phase. Das wird schwierig, das zu messen. Ich gehe mal auf 0,3, 0,4. Wenn es hochkommt, messen wir mal vor der Phase. Bei 0,6 vor der Phase. Ja. Müssen wir mal hier unten so ein bisschen 0,2. Wow. Das ist aber hardcore. Griffstärke 10,2. Klingenlänge 9. Verwertbare Schneide 8. Und eine Gesamtlänge von 20,5. Das waren die Daten. Bei mir verbaut den allseits beliebten VG10 Stahl. Made in Seki City, Japan. Jo. Jimping. Hier noch auf dem Ever End Griff. Und hier oben on. Top in der Hand. Ja. Wen wundert's? Spider-Co macht sowieso ergonomische Volltreffer. Ja. Ich habe noch keinen Spider-Co in der Hand gehabt. Selbst die kleinen, die Ladybugs und so, sind alle immer noch, selbst die kleinsten, immer noch ergonomisch und zum Benutzen problemlos. Wir haben hier das typische Spidey Hole.
Irgendwo machen sie immer ein Loch in die Klinge. Ja. VG Zinnstall ist. Was soll ich jetzt noch über VG 10 sagen? Ja, also VG 10 Stall ist halt ein Arbeitsteufel. Ja. Hält ewig die Kante. Typische Leaf Shape. Hier vorne fällt es sehr schnell nach vorne ab. Und das hat damit zu tun, dass es halt nicht so leicht brechen soll. Wenn ich dran denke, dass es ja, das Military ja schon bis vorne hin die Spitze hat. Guck mal hier, wie viel länger dann das Messer wäre. Seht ihr das? Wie viel länger das Messer sein müsste? Und dann wird es halt vorne doch sehr fragil, was ich beim Military, ja, ich sage mal, ich habe da so ein bisschen meine Bedenken. Ja, aber gut, Messer ist zum Schneiden da, nicht irgendwo zum drin rumporkeln. Dafür wurde so ein Messer nicht gebaut. Ja. Der Clip hier, Nacken Fancy nennt diesen Clip immer einen Penis-Clip. Ich weiß nicht warum. Ja, gut, vielleicht hat der Mann da irgendwie eine verquerte Vorstellung von einem Penis. Also seinen möchte ich nicht sehen. Ist halt ein typischer Spyderco-Clip. Wünschenswert wäre bei Spyderco, dass die ja Deep Carry Pocket Clips machen. Wie zum Beispiel hier bei den Paperclips. Ja? Finde ich sehr gut. Ja, ob sich das dann auch noch gut tun würde, wenn es gefärbt wäre? Mal überlegen. Vielleicht färbe ich es mal, um zu gucken, wie lange sich das hält. Ich habe meine Endura und Delica schon ewig in 3 Tage. Mehr macht das gar nichts, wenn das halt so ein... jetzt komme ich wieder mit dem Englischen. Wear and tear, ja, ob das dann, sagen wir mal, sich abnutzt, zeigt halt nur, ob ein Taschenmesser tatsächlich auch Pocket Time bekommt. Ja, 42A brauchen wir nicht drüber reden, klar, einhändig zu öffnen, verriegelt. David Boydent, weiß ich nicht, ob ich den bräuchte. Aber gut, ist halt ein weiteres Sicherheitsfeature. Sicherheitsfeature, das im Prinzip, weil ihr habt gesehen, wie stramm der Backlog ist, ja, den kannst du kaum runterdrücken, ohne Gewalt auswirken zu müssen, ja, auf den Backlog. Und da muss ich sagen, wäre das, ich glaube, das ist einfach nur ein optisches Feature, oder? Wobei ich ganz ehrlich gesagt nicht so gerne mag, aber das ist halt eine Befindlichkeit, die im Prinzip keine Rolle spielt, weil das ist ein Arbeitswerkzeug, ja. Das ist auch keine Safe Queen, mit Sicherheit nicht. Ja, mit Sicherheit würden es Leute geben, die sagen, naja, komm, also hier so, das will ich nicht benutzen. Die werden sich das kaufen, weil sie Fanboys sind von Spyderco. Ja? Zopp. Geht mit ein bisschen Handgelenksschmackes dann doch ganz leicht auf. Mal gucken. Es ist nicht meins, es ist übrigens vom Kai zur Verfügung gestellt worden, von Schweizer Messer Essen. Link packe ich in die Beschreibung auch direkt zu dem Messer in seinem Shop. Der hat wirklich gute Preise und macht das auch mal so nebenberuflich, glaube ich, im Nebenerwerb. Macht viel mit Victorinox und mit Swiss Bianco. Ja. Sehr netter Typ. Der hat mir die zur Verfügung gestellt, obwohl der meinen Kanal nicht kannte. Was nicht bedeutet, dass jetzt jeder anruft und sagt, ich mache da mal ein Video drüber. Ja. Er hat dann schon auch geguckt, nachdem ich den Kanal genannt habe. Okay. Und ja, sowas unterstütze ich auch ganz gerne, dass man mal so einen Shop empfiehlt. Ja. Ich habe mal reingeguckt, der hat echt cooles Zeug da liegen in seinem Shop. Und zu moderaten Preisen. Versand war echt fix. Ja, und dann habe ich gesagt, ich fahre jetzt nächste Woche in Urlaub. Also wie gesagt, ich habe das Messer jetzt schon 2 Wochen. Und er hat gesagt, ja, ich schicke es sofort los. Hat es Montag losgeschickt. Da kam direkt die Tracking-Nummer. Und dann hat er
Tja, und dann hat er halt die Tracking-Nummer geschickt und dann war sie schon direkt am nächsten Tag da. Tja, viel gibt es nicht über das Messer zu sagen. FAN-Griffschalen natürlich nicht wie beim Para 3 Lightweight ohne Metall drin. Hier sind Metallplatinen drin. Das dient der Stabilisierung des Messers und ist auch nötig wegen des Backlogs, der echt stramm ist. Ja, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Schrauben, die das Messer zusammenhalten. Noch 3 weitere für den Clip. Die sind auf der Seite abgeflacht. Der Clip ist umsetzbar. Tip up, tip down, rechts wie links. Sehr gut. Tadellose Verarbeitung. Klingenstand ist mittig und ist nächstes Arbeitstierchen. Vereint die das Beste aus beiden Welten, des Endura und des Delica, und finde ich echt deliziös. Ein deliziöses Messer. Sehr gut. Für mich wieder ein typischer 10 Sterne, 10 Punkte Wurf von Eric und Cell Glasser. Ja. Aber da ist kein Designer-Logo drauf. Warum auch immer. Goody, goody. Also 10 von 10 Punkten. Empfehlenswert. Preis ist auch sehr moderat. Ja. Dafür, dass es über Deutschland kommt, über Amerika nach Deutschland kommen muss. Und ich weiß auch, warum der Kai den Preis so tief halten kann, aber ich verrat's nicht. Ja, ja, danke Kai fürs zur Verfügung stellen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, das Messer hat euch gut gefallen. Und ja, sehr schön ergonomisch. Jimping, sowieso Jimping, wenn Spyderco macht, das beste Jimping meines, für meinen Geschmack. Machen mit unter die besten Messer, die eigentlich immer alle Klassiker werden könnten. Aber ob das tatsächlich dann Klassiker werden, entscheiden die Verkaufszahlen. Gut. Also, wie gesagt, 10 von 10 Punkten. Ich sag danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer gilt, tschüss, Madjut, schwenk Dud, tschüss, hab. Und schwenk die